Am Donnerstag fällt noch einmal wegen Zungen aus. Aber es gilt weiter zu trainieren, um Sieger zu sein. Jeder Wettkämpfer lebt aber völlig enthaltsam. Jene tun dies um einen vergänglichen, wir aber um einen unvergänglichen Siegeskranz zu gewinnen. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. In unserem Dorfsportverein musste man für die Sportmedaille auch Fahrrad fahren in einer bestimmten Zeit. Weder Fahrradfahren interessierte mich, noch das Schaffenwollen einer Strecke in einer bestimmten Zeit. Was auch ohne Training nicht möglich war, aber ich hatte Freude am Sport und an der Organisation, die dieses Angebot machte. Also war ich dabei. Man könnte den Eindruck bekommen, auch die Bibel bietet an, um das Heil, also die sogenannte Lebensmedaille, zu erlangen, sich einem Training zu unterwerfen. Das stimmt auch in gewisser Weise. Dazu sollte man allerdings bei sich selbst erkennen, dass die angesprochenen Lebenstrainingsthemen nicht zu schaffen sind. Sinnfragen, Liebesfragen, Ewigkeitssehnsucht oder Angst. Leicht lässt sich dies erkennen, wenn der Redner bis zum Anspruch der Vollkommenheit geht, wie man bei Jesus und Paulus reden liest. Da wird es richtig klar, dass selbst die Trainingsinhalte einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen. Leider beachten das nicht sehr viele. Sportmedaille soll ich in einer gewissen Zeit 400 Meter schwimmen. Oh, schon wieder etwas, was ich nicht gerne mache. Schwimmen. Und doch werde ich demnächst in die Fluten springen, weil ich Freude habe, Sport zu machen. Und das Ergebnis wird bei mir nicht für eine Medaille reichen, aber das war auch nicht mein Bemühen. Mein freudiges Betätigen wird mich begleiten. Was erzählt uns die Bibel? Sie gibt eine Zustandsbeschreibung zu unserer Person. Und einige Redner erzählen von dem Erlangthaben des Zieles. Also die Sportmedaille haben sie bekommen. Denn trotz menschlicher Unmöglichkeit haben Menschen den Preis bekommen. Manche schon nach kürzester Zeit, ohne Seminar oder Fitnessstudio. Wie das? Und übrigens nicht nur den Dabeisein-ist-alles-Preis, nein, sondern den Preis, er ist dein, du bist sein, ich bin Preis. Goldmedaille in allen Disziplinen, weil in Einheit mit dem Sieger zum Ziel getragen. Christ is my reward in all of my devotion. Now there's nothing in this world could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back, I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Eine Mitteilnehmerin bei den Veranstaltungen um die Sportmedaille sagte mir, leider wird es hier nicht reichen. Klasse, das ist die Einschätzung meiner gegenwärtigen Konstitution, meiner eigenen Verfassung. Würden wir Menschen einsehen, dass jegliche fromme Konstitution gegenüber Gott lächerlich ist, nicht nur in Bezug auf unsere Möglichkeiten,
sondern auch in Bezug darauf, wie wir Gott missbrauchen für unser eigenes Heil haben wollen. Wir würden erkennen, dass unser Wollen schon unsere peinliche Unfähigkeit ist. Nein, wir sind herrlich auf verlorenem Posten. Das ist eben Teil des Trainingsplanes. Christ love all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail, 'cause heaven is a home. Through every storm, my soul will sing, Jesus, you're here. God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Hey, everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Das ist das erfreuliche Trainieren und Gewinnen. Trainiere zu siegen. Und die Vorgabe sagt, begleitet mit Freude, dass unsere Konstitution nicht dafür geschaffen ist. Aber wir geschaffen wurden, in seinen Christi-Sieg mit hineingenommen zu sein. 1. Korinther 9, 25. Jeder Wettkämpfer lebt aber völlig enthaltsam. Jene tun dies um einen vergänglichen, wir aber um einen unvergänglichen Siegeskranz zu gewinnen. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Zu sonderbar, zu merkwürdig, oder? Sunny, yesterday my